Hallo im Stream, hallo im, wie heißt der Saal? Raum A. Ich erzähle jetzt ein bisschen über Ultraschall für Fortgeschrittene. Ich bin Udo Sauer, Fernsehmüll auf Twitter. Ich bin einer von den Entwicklern von Ultraschall. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass alle, die sich das jetzt hier anhören und angucken, weil es ja für Fortgeschrittene ist, dass ihr alle Anfänger mindestens seid. Und zeige jetzt einfach mal so ein paar Sachen, die ich so im letzten Jahr gelernt habe beim Schnitt von einem Podcast, der heißt Akte Aurora. Das ist ein Rollenspiel, Hörspiel, Zeitreise, Krimi-Podcast. Da spielen immer zwei Menschen miteinander in der zweiten Staffel, in der ersten noch gegeneinander und müssen einen Kriminalfall lösen, der irgendwo in der Zeit stattgefunden hat. Ist immer so eine Stunde lang und sieht dann ungefähr, wenn es fertig ist, so vom Aufwand so aus. Also da sieht man schon, sind ein paar Schnitte und so und nicht nur drei Spuren und ein Soundboard, sondern das ist schon ja, wie so ein richtiges Hörspiel vom Aufwand her. Und dabei habe ich so in den letzten Monaten und Jahren halt ein paar Tricks und Kniffe so selber gemerkt und Workflows entwickelt, die für mich so sinnvoll erscheinen. Und darüber möchte ich heute ein bisschen erzählen. Und ich dachte, ich fange mal damit an, was so im Vorfeld von so einer Folge immer passiert, nämlich, dass wir eine Sprachaufnahme machen mit einer Sprecherin, Eva Münstermann, die spricht die Kommandantin C bei Akte Aurora. Und da gibt es nämlich, also es gibt am Anfang und am Ende immer so einen kleinen Hörspielteil in dem Podcast, der so immer so 2, 3 Minuten ist. Und danach kommt dann die Hauptsendung und dann kommt am Ende auch nochmal so ein kurzes Hörspielstück. Und damit fange ich eigentlich schon vor der Aufzeichnung der Hauptsendung an, dass ich dann halt mich mit Eva hinsetze, sie bei uns in die Sprecherkabine setze, bei mir in der Firma und da kann sie dann was aufnehmen. Und diese Takes, die sie aufnimmt, also sie nimmt dann mehrere Sätze auf und jeden Satz dann 2, 3 Mal, die muss ich am Anfang erstmal sauber schneiden und irgendwo ablegen, damit ich sie später dann für den Schnitt von diesem Hörspielteil überhaupt zur Verfügung habe. Und wie ich das jetzt mache, zeige ich euch einfach mal. Also ich habe jetzt hier meine, jetzt weiß ich nicht, ist das groß genug? Sieht man das? Ja, ne? Ich habe jetzt hier meine Sätze, ich lasse einfach mal laufen. Lass mal gucken, ob da überhaupt was kommt. Oh, ich mache ein bisschen lauter. Schnups, so reicht das. Kannst du das ein bisschen lauter machen, mein Laptop? Ich lass mal laufen. Das ist die Spur, die jetzt zappelt. Die streamt ihr gar nicht? Nee, das ist hier nur für meine Aufnahme. Puh, das ist ja doof. Dann machen wir mal Trick 17, dann drehen wir es hier. Machen wir kurz lauter. So, also hier hat sie den Satz gesagt: Das ist Napoleon-Kuh, weil sie nämlich Napoleon im Aufzug treffen. So, und wenn ich den jetzt sauber schneiden will, würde man es mit dem normalen Ultraschall-Reaper, wenn man jetzt dicht sich vorbereitet hat, vielleicht so machen, dass man mit dem Cursor da so hingeht und dann drückt man S, um da einen Schnitt zu machen und dann nimmt man hier das vordere Stück und löscht das. Und dann macht man vielleicht da hinten auch nochmal einen Schnitt und dann schiebt man das da so rüber und jetzt habe ich hier so meinen Satz. Das Problem ist jetzt aber, wie kriege ich jetzt diesen Satz einzeln. Wie benenne ich den jetzt irgendwie und lege ihn ab als das ist Napoleon-Coup erste Fassung? Und ich mache mal alles rückgängig. Jetzt rutscht mein Mikro weg. So. Und ich habe mir das jetzt so gemacht, dass ich mir dafür einfach ein paar eigene Tasten belegt habe mit bestimmten Sachen. Zeige ich euch gleich. Ich gehe jetzt immer an den Anfang von so einem Stück. Drücke bei mir jetzt, das ist jetzt bei mir, die Taste F3. Was er dann macht, ist, er setzt einen Schnitt, löscht den vorderen Teil und drückt automatisch Play. Das heißt, ich habe mir drei Sachen auf eine Taste gelegt. Also ich drücke jetzt F3. Dann gehe ich jetzt Endet. Und jetzt drücke ich F4, weil es direkt daneben. Was er dann macht, ist, er setzt einen Schnitt, fragt mich dann, wie dieses Stück heißt. Und wenn ich es eingegeben habe, drückt er wieder Play, weil ich will ja weitermachen. Also mache ich jetzt mal. So, jetzt fragt er mich, wie heißt dieser Take, der vorne? Nenne ich jetzt Satz 1. Das ist Napoleon Q. Kopiere mir das jetzt in die Zwischenablage, weil ich weiß, da kommen noch gleich ein paar, die so heißen. Drücke Enter. Jetzt. Oh, was ist das? So, und ich speichere mal. Error creating project file. Fourth Effect. Weiß ich jetzt nicht genau. Eigentlich speichert der das da, aber irgendwie kann er nicht speichern. Dann machen wir mal Speichern unter.
So. Und dann läuft er wieder weiter. Jetzt bin ich beim nächsten. Drücke wieder F3. Hoch. So, drücke F4, nenne das auch wieder. Das ist Napoleon Q. Ich mache jetzt noch keine Nummerierung, weil das passiert nachher automatisch. Dann lasse ich wieder weiterlaufen. F3. So, das waren jetzt die drei Takes von Das ist Napoleon Q. So, und dann geht es jetzt weiter. Jetzt hat sie mir gesagt, weil ich hier irgendwas gesagt habe, ja, okay, das will ich alles nicht, ignorieren wir jetzt. So, jetzt habe ich ihr nämlich gesagt, sag das nochmal ohne das Q. Mache ich hier wieder. So, jetzt sagt sie nur, das ist Napoleon. Machen wir den noch und dann zeige ich, wie es weitergeht. So, jetzt mache ich das Q hinweg, weil jetzt sagt sie nur, das ist Napoleon. So, was Reaper jetzt gemacht hat, ich bin ja hier gerade, wie ihr hier seht, hier unten gibt es ja diese Views noch. Der untere View, das ist der Storyboard-View. Das ist der View, der dafür gedacht ist, wenn man gebaute Beiträge wie Hörspiele, Radiobeiträge und so weiter bauen will. Und da habe ich hier drüben diese Project Bay, heißt das. Und da gibt es hier oben, die ersten beiden Reiter sind eigentlich die, die interessant sind. Source Media und Media Items. Wenn ich auf Source Media gehe, sehe ich alle Media-Files, die in meinem Projekt drin sind oder mal drin waren. Komme ich gleich auch noch zu. Da sehen wir jetzt, da ist der Clip 18.10.24, EVA-Sprachaufnahme roh. So. Viel interessanter ist jetzt für mich dieser Reiter Media Items. Jetzt sehen wir, also das ist immer ein Media Item in der Sprache von Reaper. So ein Clip, der da in dieser Timeline liegt, der hat einen Anfang und ein Ende, der liegt da so rum. Und wenn ich hier einen markiere, dann seht ihr, wird er auch hier drüben auch markiert. Und hier habe ich jetzt, hier oben steht Active Take Name. Dieser Name ist der, den ich eben eingegeben habe, weil da gibt es nämlich ein schönes fertiges Skript, musste ich nichts neu erfinden. Und wenn wir jetzt mal gucken, habe ich jetzt hier 1, 2, 3, 4 mal diesen Take und hier hinten mache ich dann irgendwann mal später weiter. So, und jetzt habe ich, seht ihr aber auch, hier sind noch mehr andere Takes. Da könnte jetzt auch was bei sein, was irgendwann mal ein Take war. Der muss aber gar nicht mehr in meiner Timeline liegen. Und um das aufzuräumen, gibt es hier unten im Actions-Menü. Im Actions-Menü gibt es remove all items that are not used in project. Sprich, räum mal auf. Wenn ich das jetzt mache, seht ihr hier oben gleich, sind ein paar verschwunden, die mal irgendwann da waren. Nämlich als ich vorhin Schnitte gesetzt habe und den vorderen Teil gelöscht habe, ist der vordere Teil, den ich gerade gelöscht habe, aber immer noch in dieser Liste. So, was ich jetzt machen kann, weil wir wollen ja eigentlich diese vier Sätze gleich weiterverarbeiten. Ich markiere die vier Sätze jetzt. Könnte ich auch hier drüben machen. Und jetzt drücke ich die nächste Taste. Wir hatten F3, F4, also drücke ich jetzt F5. Was jetzt passiert? Jetzt hat er mir hier oben, sieht man das, Regions angelegt, Regionen. Regionen sind im Prinzip wie Marker, nur dass die nicht einen Punkt auf der Timeline beschreiben, sondern einen Bereich. Also es gibt Startpunkt, einen Endpunkt, einen Namen und eine Farbe. Und die tauchen auch im gleichen GUI-Element auf, nämlich im Region und Marker Manager, wo sonst auch die Kapitelmarken sind, sind jetzt die Regionen 1 bis 4 und die heißen Das ist Napoleon Q, das ist Napoleon Q und das ist Napoleon. Und jetzt kommt das Lustige, wofür wir diesen ganzen Aufwand jetzt betrieben haben. Ich möchte jetzt diese vier Regionen als Dateien exportieren, die so heißen, wie der Name von der Region ist. Und das ist in Reaper schon fertig eingebaut. Musste ich nichts programmieren, das gibt es schon. Wenn man es sich installiert, ist diese Funktion eingebaut. So, und wie das geht, ist hier oben gibt es einen Punkt, die Render-Matrix. Wenn ich da mal draufklicke, freut euch, ihr habt ja vorhin gehört, dass die Routing-Matrix weg ist. Die Render-Matrix bleibt. Die ist nämlich super. Das weiß ich nicht, ob die noch bunt wird. Was die jetzt mag, ist, ihr seht hier, kann man das eigentlich höher schieben? Weiß ich gar nicht. Doch, kann man. Ich mache die mal ein bisschen höher. Hier seht ihr jetzt die Regionen, die vier Stück, ne? 1 bis 4. Mit dem Namen, der da drin steht, das ist Napoleon Q, Q, Q und einmal ohne. Dann gibt es hier den Master Mix, All Tracks und 1 Eva, das ist der Clip selber. Nee, Quatsch, das ist der Eingang, glaube ich. So, und jetzt kann ich hier sagen, ich möchte für die Master Mixe, kann ich jetzt entweder alle einzeln anklicken, ich kann aber auch Rechtsklick sagen,
Render all, hier, Render Master Mix for all Regions, dann macht er die alle an. Jetzt habe ich es ausgemacht, weil ich es nochmal angeklickt habe. Ihr versteht, was ich meine. Und jetzt kann ich hier in das Render-Menü gehen. Jetzt geht das normale Render-Menü auf, was ihr ja auch kennt vom normalen Exportieren. Jetzt kann ich hier oben als Source, sage ich erstmal, ich möchte meinen Mastermix exportieren. Und jetzt sage ich hier nicht das ganze Projekt wie sonst oder eine Time Selection, sondern die Project Regions. Dann sehe ich hier, das sind 4 Regionen. Fragt er mich, wohin? Er würde jetzt auf den Desktop exportieren. Und jetzt kommt der Knüller. Man kann beim Filename sogenannte Wildcards einsetzen. Und die sieht man hier in so einer Liste. Man kann das, den Namen des Items nehmen, die Itemnummer, den Track, die Tracknummer, Parent Track, Region, bla 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 bla. Was hier jetzt spannend ist, ist der Name der Region. Deshalb steht das da auch schon auf Region. Und jetzt sehe ich hier unten auch, wie er den ersten Clip jetzt nennen würde. Der würde nämlich heißen Desktop 01, das ist NapoleonQ.flag. Weil ich jetzt Flag ausgewählt habe, Mono und so weiter. Jetzt sage ich hier unten einfach Render 4 Files und dann rendert er mir die schnell. Und jetzt seht ihr hier auf dem Desktop liegen die 4 Clips. Das ist Napoleon. Zack, fertig. Und das mache ich dann mit dieser ganzen Sprachaufnahme. Dann sieht das danach ungefähr so aus. Hier seht ihr mal so, wie wir unser Projekt übrigens strukturieren. Das machen wir mit so einem gesharten Google Drive-Ding. Da gibt es dann den Akte Aurora Audio Ordner. Und da gibt es dann unter anderem den Ordner Texte und da gibt es dann hier nummeriert von dem, also Eva Münstermann spricht Sachen, Captain Q spricht Sachen, Stefan ist der Hauptsprecher, spricht Sachen, Malik spricht Sachen, Pemela ist die Computerstimme und so weiter. Und dann hat halt jeder hier so seinen Text. Und ich zeige euch mal was hier von Folge 1.8. Da gab es dann hier die fertigen Sätze. Moment, wo sind sie? Da. Also es ist dann schon so eine ordentliche Liste. Das sind so die ganzen die Sätze, die sie da eingesprochen hat bei dieser Session. Die habe ich alle schön unterteilt. Und wenn wir mal gucken, nee, kann man nicht sehen, ist keine Uhrzeit dran. Genau, und da können wir auch mal reinhören. Also die sind jetzt zu leise. Naja gut, aber ihr versteht, was ich meine. Da sind jetzt diese ganzen Sätze. So. Das ist so der erste Schritt, wenn wir diese Produktion machen. Ich bereite halt das vor und das kommt jetzt in ein Projekt, wo ich dann wirklich diesen Hörspielteil zusammenschneide mit Geräuschen, noch anderen Sprechern. Das speichere ich dann ab. So, und jetzt kriege ich das Projekt von Johannes, von der Hauptaufnahme. Das sieht dann immer so aus, kann ich auch mal zeigen. Schnitt, nehmen wir mal die aktuelle Folge. Da, wo ist sie? Da oben. Haben wir ein Problem? Achso. Achso, wo es hingeht. So, wenn ihr mal guckt, so kriege ich dieses Projekt. Das ist jetzt eine Aufnahme von 3 Stunden 30. Das ist immer eine Doppelfolge, die wird an einem Abend aufgenommen. Also es ist eine A-Folge und eine B-Folge. Das Endergebnis ist nachher zweimal ungefähr eine Stunde. Das heißt, von diesen 3 Stunden 30 schmeiße ich einen großen Teil tatsächlich weg. Und das ist nicht nur Anmoderation und Ende, dann quatschen sie immer noch ein bisschen, sondern also ich habe in der letzten Folge von 1,20, glaube ich, auf eine Stunde runtergesetzt. Ich habe 20 Minuten Sätze rausgeschnitten, die eine Person doppelt und dreifach gesagt hat. Was soll ich denn jetzt machen? Ich könnte ja vielleicht dahin gehen. Also alles, was der Hörer nicht vielleicht unbedingt hören will, schneide ich raus. Das entspricht jetzt überhaupt nicht dem, was Tim nämlich gestern zum Beispiel erzählt hat, dass es ja gerade spannend ist, die AMÖs und AS zu hören. Ist es ja vielleicht auch manchmal, aber wie ein Kandidat jetzt 5 Minuten überlegt, wen er als nächstes fragt, das ist für den Zuhörer oder die Zuhörerin total uninteressant, deshalb schneide ich sowas dann einfach raus, damit nachher der Fluss beim Zuhören, das ist ja ein Hörspiel, ja, dass es einfach flutscht. Genau. So, was ich dann mache als allererstes, ich räume erstmal ein bisschen auf. Das heißt, ich mache mir hier meine Spuren irgendwie dann in vernünftigen Farben. Ich tausche die Double Ender, die ich kriege, aus gegen die Originalspur. Also umgekehrt, ich nehme die Originalspur raus und packe die lokale Aufnahme rein. Dann schmeiße ich erstmal alle Atmos weg, die Johannes live in der Sendung einspielt, also irgendwelche Hintergrundmusik, Hintergrundgeräusche, weil die mache ich dann, wenn ich fertig bin mit dem Schnitt, ganz zum Schluss nochmal neu drauf.
Weil wenn ich die ganze Zeit kürze und Zehntelsekunden rausschneide, muss ich immer wieder das neu aufziehen. Und das ist dann einfach zu viel Arbeit. So, und wenn ich das dann bearbeitet habe, sieht es ungefähr so aus. Ich mache mal gerade dieses Locking weg, damit die Farben nicht so komisch sind. Genau. So, jetzt kann ich ja hier am Anfang mal einmal abspielen, dass ihr das mal gehört habt, diesen Hörspielteil, wie das dann fertig klingt. Naja, und so weiter. Also ihr merkt, um was es geht. Das ist dieser Hörspielteil. Dann kommt das Intro und dann geht die Folge los. Da sind wir wieder bei einem normalen Podcast. Die Leute werden begrüßt, die Kandidaten werden vorgestellt und dann geht's los. Was ich dann immer noch mache und was oft passiert ist, weil bei diesem Podcast nehmen ja jetzt nicht irgendwelche Schauspieler bei, die in irgendeinem Tonstudio sitzen und mit dem besten Mikrofon und der besten Technik ausgestattet sind, sondern es gibt dann so, ja, Worst Cases, wo man dann auch einfach mal Störungen hat, Rauschen, Brummen, eine Waschmaschine im Hintergrund, alles, was man sich so vorstellen kann. Ja, Kinder hatten wir, glaube ich, noch nicht tatsächlich. So, ich habe mal zwei Fehler mitgebracht, die so häufig sind. Der eine, oder was heißt häufig, der eine ist ein schlimmer Fehler gewesen. Ich hoffe, man kann das jetzt hier hören. Ich spiele mal ab. Da hatte der Kandidat Tonaussetzer. Ich habe eine Bitte, schau kurz, ob du tatsächlich am Klinkenstecker mit dem Audio-Ausput dran bist. Bin ich. Ach so, meinst du, das kommt über... Ah, warte mal, ich weiß, was du meinst, dass das über HDMI geht, ne? Ah, warte. Headphones. Ah, guck mal. Genau. Ah, sehr gut. Ich mach nochmal, ne? Genau, mein Name ist ja Michael und ich komme vom Cinecast-Podcast, betreibe den schon seit Jahren, daher könnte man mich kennen. Hört ihr das? Und da sind ständig Aussetzer. Oder man sieht, wenn man sich diese... Wenn man sich das hier anguckt, seht ihr da einen Fehler? Man sieht den nämlich nicht. Aber man hört ihn. Jetzt gibt es seit, keine Ahnung, irgendeiner Version in Reaper die Möglichkeit, diesen View von den Waveforms umzuschalten. Was seit der letzten geht, ist die Taste Alt-H. Damit kann man die Verstärkung von dieser Peak-Kurve machen. Also man verstärkt dann nicht die Lautstärke des Clips, sondern nur die Ansicht von den Kurven. Wenn ich einmal drücke, seht ihr... Jetzt sind die lauter. Sehe ich aber immer noch keine Aussetzer. Ich kann auch nochmal drücken, dann geht es noch lauter. Aber da sind immer keine. Also ich sehe keine Aussetzer. Was aber auch geht, ich kann die rechte Maustaste drücken, dann gibt es hier den Menüpunkt Spectral Editing. Und da gibt es den Punkt Toggle Show Spectrogram for Selected Items. Das drücke ich jetzt mal. Und jetzt seht ihr plötzlich ganz viele schwarze Striche. Seht ihr die? Da ist nichts an der Stelle. Da ist Stille. So. Und diese Stille ist auch relativ kurz. Also es sieht jetzt hier gewaltig aus, aber wenn wir hier messen, ich weiß nicht, kann man das sehen, da steht jetzt 0,039 Sekunden. Also 39 Millisekunden. Also ist nicht viel. Und hier vorne und dahinter sind noch so komische so Überschwängerchen, wo es so irgendwie macht. So was. Ich habe alles ausprobiert. Also wenn da einer eine Lösung übrigens für hat, für dieses Problem, wie man das automatisiert, weil es war eine Stunde, oder zweimal, nee, das glaube ich nicht mal, er war nicht der Gewinnerkandidat. Das heißt, zum Glück hatte ich den auch nur eine Stunde. Ich habe es dann tatsächlich so gemacht, ich habe dieses Stück markiert, rausgeschnitten
dann so ein ganz leicht nur übergeblendet. Und so habe ich dann die ganze Stunde lang gemacht. Dann klingt es immer noch ein bisschen komisch, aber es klingt nicht mehr so richtig doof. Danach immer, also ich erkenne das auch, ja. Wenn ich über Studio Link jemanden habe, der über Wi-Fi dabei ist. Ja. Und seitdem habe ich alle per Kabel. Genau, ja, ja, genau. Also wenn ihr das mal habt und hört das schon während der Aufnahme, tut euch den Gefallen, brecht die Aufnahme ab, sagt, bist du im Wi-Fi? Ja. Mach mal ein Kabel dran, okay. Und dann dauert das halt eine Viertelstunde, aber dann, also dann habt ihr das nicht. Weil es macht keinen Spaß. Ich habe auch eine Bekannte letztens getroffen, die macht auch einen Podcast, die hatte auch bei einer Folge irgendwie so ein super krasses Brummen drauf. Das hat sie auch nicht weggekriegt, ich habe es auch nicht weggekriegt. Da musste sie das Ding einfach nochmal neu aufnehmen. Und das war halt irgendein Wissenschaftler weit weg. Und das ist dann schon ein bisschen peinlich. Das heißt also, wenn ihr mal was aufnehmt, remote, mit, selbst wenn die Person irgendwie die wichtigste der Welt ist, und ihr merkt, da ist ein großes Tonproblem, tut euch den Gefallen, wenn ihr könnt, brecht ab, sagt, lass uns morgen nochmal probieren oder hast du noch ein anderes Mikro oder was auch immer. So, also das war ein schlimmer Fehler, ihr seht ja, wie viel das ist. Das habe ich mir dann nachher aber auch tatsächlich erleichtert. Die Knöpfe habe ich jetzt also nichts nicht mehr belegt. Ich habe mir dann ein Skript geschrieben, dass ich nur den Bereich markieren muss. Dann habe ich eine Taste gedrückt, dann hat er den Bereich ausgeschnitten, den rechten Teil markiert, 5 Millisekunden oder irgendwie sowas rübergeschoben, hat automatisch zurückgezoomt und dann bin ich zum nächsten und dann habe ich immer nur markiert, Knopf gedrückt, hat trotzdem, glaube ich, 2 Stunden gedauert. Ja, eine Frage? Ja, nee, ich glaube, seine Lokale war ganz kaputt oder er hat nicht gedrückt. Und das war, glaube ich, die Remote-Aufnahme, meine ich. Ja, doch, ist die Remote-Aufnahme für sich am Dateinamen, genau. Einen anderen Fehler, den ich hatte, das war Kandidat Henning. Filter aus. So, vorher. Herr Toni, haben Sie zufällig ein Gerät dabei, das aussehen könnte? Man hört, das macht man so wie so eine Schallplatte früher. Habe ich dann hingekriegt, indem ich so ein relativ teures Plugin benutzt habe, wo wir in der Firma noch eine alte Lizenz, es gibt glaube ich Version 7 jetzt, und dann habe ich mir die 4er geschnappt. Wenn man einfach den De-Crackle-Effekt da oben rauf schmeißt, dann... Herr Toni, haben Sie zufällig ein Gerät dabei? Ich bin noch auf der Suche, wenn jemand weiß, ob so ein Effekt irgendwie in sehr viel günstiger gibt oder in Open Source oder sagt gerne Bescheid. Oder wenn jemand weiß, wie man sowas programmieren würde, können wir sowas mal. Ja, klar, man könnte ja, ne? Könnte jetzt das in Audacity laden, diesen Filter drauf machen, dann wieder zurück importieren. Ja, Auphonic macht sowas, glaube ich, nicht weg. Hätte ich mal probieren können. Mhm. Das ist auch eine gute Idee. Ja, ja. Also was ich bei Auphonic öfters gemacht habe, wenn es stark brummt. Es gibt auch einen Filter hier in Reaper, aber das Brummen von Auphonic ist immer ohne Nachweis. Ich habe auch die App von denen, die haben ja auch eine lokale App. Da jagt man das schnell durch, lädt das dann rein, das geht auch. Was sonst noch so ein klassischer Fehler in Anführungsstrichen ist, ist tatsächlich ein dauerndes Rauschen, was gleichmäßig ist im Hintergrund. Das hatte ich auch in der letzten Folge, da laden wir mal ein Stück hier rein. Achso, kennt ihr eigentlich... Kennen wahrscheinlich auch die wenigsten, den Media Explorer in Reaper. Versteckt sich auch hier, wenn man es weiter aufzieht. Gibt es hier, Moment, wo ist er? Bin ich blind? Achso, man muss unter, genau, wenn man auf dem Source Media Ding ist, gibt es hier unten jetzt den Knopf Media Explorer. Gibt es glaube ich auch eine Tastenkombination oder man kann sich auf eine Taste legen. Den habe ich jetzt bei mir hier unten in die Ecke gepackt. Ich nehme ihn da mal raus, dass wir ihn mal in groß sehen. Das ist hier so ein Fenster, wie so der normale Finder bei macOS oder der Explorer unter Windows. Ich sehe hier drüben links habe ich Shortcuts, da kann ich mir also meine Standardverzeichnisse speichern. Das habe ich jetzt hier bei AKA Audio. Jetzt gehen wir mal in Schnitt, Folge 2. Und da hatten wir bum, 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 lokale Aufnahmen. Da gibt es die Aufnahmen von Tim Süß. Grüße, falls ihr zuhört. Jetzt sehe ich, wenn ich das da markiere, dauert es jetzt einen Augenblick, weil die Datei natürlich ganz schön groß ist. Macht er mir hier unten gleich, wenn er durch ist, sehe ich hier unten die Kurve schon. Das heißt, ich kann mir das Stück, bevor ich es überhaupt in Reaper reingeladen habe, schon mal angucken. Ich nehme mal gerade hier einen anderen Clip als Beispiel.
Da. Also das ist, seht ihr jetzt, ne? Da sieht man jetzt hier unten schon die Kurve. Und was ich jetzt machen kann, ich kann hier jetzt schon ein Stück markieren und das jetzt nur importieren. Das heißt, ich muss es nicht in Reaper importieren, links und rechts was wegschneiden, sondern ich kann jetzt tatsächlich sagen, wenn hier ein paar Takes sind, ich markiere das und ziehe das dann darüber. Zack. Und jetzt sehe ich, wenn ihr mal guckt, das ist das Stück, was ich markiert habe, liegt jetzt da. Das ist manchmal ganz praktisch. So, jetzt wollten wir aber den Tim hier haben. Den packen wir mal auf die Spur hier unten, nennen die Spur Tim. Kennen den Color Picker alle, um Spuren einzufärben? Nein. Gut, okay, zeige ich mal. Ich kann entweder eine oder alle Spuren oder einige Spuren markieren. Dann kann ich entweder im Podcast-Menü sagen, der Color Picker, der hat eigentlich auch eine Tastenkombination, aber die brauchte ich für irgendwas anderes, deshalb habe ich das nicht mehr. Und dann habe ich hier diesen Color Picker, jetzt kann ich entweder sagen, die sind alle gelb oder alle blau, oder ich kann auch sagen, ich habe hier dieses Ding, dann macht er jetzt von blau bis lila alle Farben. Oder was man auch machen kann, ist, wenn der unterste jetzt, sage ich mal, grün ist und der oberste ist blau, jetzt markiere ich alle, kann ich sagen, mach von dem blau bis zu dem grün einen weichen Verlauf. Und dann sind sie halt fast alle gleich blau. Ist bei drei jetzt unspannend. Aber hier kann man schöne Farben aussuchen. Da hat Ralf auch ein paar angenehme Farben genommen. Weil ich sehe manchmal, dass Leute eine schwarze Spur haben. Habt ihr das auch? Habe ich jetzt schon ganz oft gesehen. Also, ja, genau. Gut. So, jetzt haben wir hier den Tim. Und wenn wir da mal, jetzt seht ihr schon, hier, er spricht hier gar nicht. Und selbst im nicht verstärkten sieht man hier schon so, dass da so ein Rauschteppich ist. Ich mache jetzt mal das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Alt-H. Jetzt seht ihr, jetzt ist es verstärkt. Und ihr habt eigentlich die ganze Zeit ist hier Modulation, obwohl er eigentlich hier zum Beispiel sagt er gar nichts. Das ist alles Rauschen. Das verstärken wir jetzt mal gerade. Effekte vorsichtshalber aus. Ich mache mal alles laut. Hört ihr was? Ne? Da rumpelst und also wie gesagt, das ist nicht schlimm, weil man kriegt es ja weg. So, und ein Weg, das wegzumachen, der einfachste eigentlich, man markiert sich hier so ein Stück Stille. Dann gibt es hier oben den Repeat-Knopf. Wenn ich den anmache, wiederholt er jetzt immer dieses Stück, was ich markiert habe. Also wenn ich jetzt hier drin Play drücke, jetzt habe ich natürlich so ein Riesenstück markiert, markiere ich mal ein kleines Stück. Dieses Stück drücke ich Play, ist immer noch so groß. Dieses Stück, ich drücke Play und jetzt seht ihr, läuft der Play-Cursor darüber und wenn er gleich am Ende ist, springt er wieder an den Anfang. Ah, jetzt hört man auch nochmal besonders, wie schön das da rumpelt und grummelt. Ich mache die Lautstärken mal wieder alle auf normal. So, was ich jetzt machen kann, ist, ich kann jetzt dieser Spur Tim einen Effekt hinzufügen. Das mache ich, indem ich hier auf den FX-Knopf drücke. Dann kommt hier rechts, seht ihr alle Effekte, die jetzt auf diesem Track gerade sind. Das ist derzeit der normale Equalizer und der Ultraschall Dynamics Effekt. Die sind aber beide aus, die haben hier kein Häkchen. Die sind standardmäßig drauf, wenn man in Ultraschall einen neuen Track anlegt. Also wenn ich hier einen leeren Track anlege, hat er immer den EQ und den Dynamics schon mal drauf, dass ihr, wenn ihr ihn benutzt, nicht noch einstellen müsst. Da steht mal wieder. So, und jetzt fügen wir hier einen Effekt hinzu, indem wir unten auf Add klicken. Und jetzt gibt es hier übrigens in dieser Plugins-Liste gibt es hier ganz unten Favorites. Da hat Ralf auch schon ein paar Filter vorsortiert, die immer mal wieder ganz spannend sind. Und was wir jetzt benutzen, ist der Rea FIR-Effekt. Mache ich okay. So. Wenn man in dieser Liste etwas doppelt klickt, dann kriegt man ein großes Fenster. Ist manchmal praktisch, wenn man einen sehr kleinen Monitor hat, irgendwie ein kleines Laptop oder so, gerade diese MacBook Airs. So. Und wenn ich jetzt Play drücke, dann seht ihr, jetzt sieht man hier so, dass sich das alles so irgendwie im 300 bis 0 Hertz Bereich irgendwie abspielt. Und jetzt gibt es hier oben den Modus. Das ist gerade ein EQ. Wir wollen aber Subtract, das heißt, er soll was abziehen. Und was er abzieht, kann ich jetzt entweder mit diesen roten Kurven selber machen oder ich kann hier den Knopf drücken, Automatically Build Noise Profile. So machen wir jetzt. Jetzt lassen wir das einfach so einen Loop-Durchgang einmal mitrechnen. So, jetzt sind wir durch. Jetzt kann ich das Häkchen ausmachen. Und jetzt seht ihr, dass er jetzt hier so eine rote Kurve gemalt hat, die in diesem Bereich spielt. Und wenn wir jetzt Play drücken, jetzt seht ihr hier im Master, ne,
Moment, das liegt jetzt an mir. So, wieso ist hier kein Ausschlag? Da seht ihr noch ein bisschen Ausschlag bei Tim, aber hier drüben nichts mehr. Jetzt mache ich den Effekt nochmal aus. Ja, jetzt seht ihr da, das war vorher mit Rauschunterdrückung. Weg. Also das lohnt sich immer zu machen, wenn man jemanden hat, der, keine Ahnung, eine Klimaanlage im Raum hat, eine Straße, wo draußen die Bäume rauschen, was weiß ich. Also alles, was so rauscht, brummt und was gleichmäßig vor allen Dingen ist. Also es bringt nichts, den Filter drauf zu machen, weil es am Anfang mal kurz gerauscht hat, sondern es muss die ganze Zeit sein. Oder, kommen wir auch zum nächsten, man kann ja Effekte nicht nur auf eine Spur anlegen, sondern auch auf ein Item. Das heißt, wenn ich jetzt, ich schneide das hier mal durch, ich habe jetzt hier zwei Items in einer Spur und ich möchte jetzt auf das erste Item einen Hall-Effekt haben, weil da ist er in der Hülle, dann kann ich die Taste Alt und F wie FX drücken und kann jetzt für diesen Clip einen Effekt nehmen. Ich nehme ja diesen Reverbate, das ist der Hall. Da ist standardmäßig auch schon der Large Room angewählt. Ja, jetzt müssen wir erstmal eine Stelle finden. Jetzt seht ihr nochmal, wie das eigentlich aussieht. Also erstmal rauscht es und dann ist er auch noch relativ leise. Was finden, wo er spricht. Spricht er überhaupt? Achso, es kann sein. Moment. Ich glaube, in der ersten Folge sagt er einfach noch gar nichts. Oder wartet er da auf seinen Einsatz im zweiten? Also was noch viel schlimmer ist, es sah so aus, als wäre er die ganze Zeit was. Das ist aber immer nur er, wie er vor dem Mikro sitzt und die Klappe hält. Aber du könntest doch das auch einfach dann... Ich könnte das natürlich auch rausschneiden und wenn er spricht, würde seine Sprache das Rauschen überlagern. Aber wenn ich dann so an die Grenze komme, wo das Wort gerade zu Ende ist, habe ich immer noch so ein lalala. Ich höre dann das Rauschen immer kurz. Deshalb ist es eigentlich cooler, dass... die frequenzmäßig rauszufiltern, weil dann ist es auch in der Sprache weg. Nee, grundsätzlich, aber also ich würde einmal die Frequenz filtern, aber bevor ich das jetzt überall stehen lasse, würde ich... Nein, ich schneide es dann auch raus. Oder man kann, da kommen wir gleich noch zum Dynamics-Effekt, kann man einfach sagen, alles, was so und so leiser ist als X, wird sowieso noch leiser gemacht. Und dann, naja, muten würden, ist ein bisschen, also ja, weggeblendet. So, jetzt wollten wir aber Tim nochmal, also ich mache nochmal den Media Explorer auf und dann, wo ist denn Tim? Aber eigentlich gibt es nur den. Jetzt bin ich irritiert. Dann zeige ich euch das einfach in der Folge selbst. So. Also, hier haben wir die Folge. Tim lokal. Wo spricht er denn? Da vorne spricht er. Hier hat er seinen großen Einsatz. Also. Ich wollte sehen, was er im Schilde führt. So, er wollte sehen, was er im Schilde führt. Er spielt übrigens einen Geistlichen zur Zeit von Newton. Das ist nämlich der Apfelfall. So, und auf der Spur liegt jetzt, wenn wir hier mal reingucken, dann seht ihr schon, hier ist mein Rauschfilter. Den habe ich als allererstes gemacht. Danach kommt ein Equalizer, der ihn ein bisschen knackiger macht, ein bisschen besser rausnimmt, weil er sehr nah an seinem Mikro war. Also er hat diesen Nahbesprechungseffekt gehabt. Und danach kommt noch der Dynamics-Effekt, da kommen wir aber gleich noch dazu. So, und jetzt wollen wir mal sagen, wir machen jetzt auf dieses Stück einfach mal Hall. Jetzt drücke ich also Alt-F und mache jetzt auf dieses Stück diesen Raumfilter. Und wenn wir jetzt mal hören. Ich wollte sehen, was er im Schilde führt. Ob er ein... Ne, seht ihr, also man kann auch auf ein Item einen Effekt anlegen. Was es auch gibt, was aber keine Taste standardmäßig ist, wenn ihr jetzt, sage ich mal, 20 Clips habt, wo ihr einen Hall drauf machen wollt, könnt ihr diesen Effekt auch copy-pasten. Und zwar auf die Spur, genau. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Reihenfolge ist. Ich glaube, es gilt erst der Effekt auf dem Item und dann kommt nochmal die Spur dazu. Kann auch umgekehrt sein, müsste man jetzt mal ausprobieren, weiß ich jetzt gerade nicht. Die Actions-Liste, kennen die alle? Soll ich da noch kurz was zu erwähnen? Also das Actions-Menü gibt es hier oben, mach ich mal nochmal zu. Es gibt hier oben das Menü Actions und da gibt es den ersten Punkt Show Action List. Bei Mac ist es Alt, Komma. Bei Windows weiß ich es jetzt gar nicht, wahrscheinlich auch Alt, Komma. Hier sehe ich alle Actions, also alle Funktionen, die es in Reaper gibt. Alle. Also kann man jetzt hier stundenlang durchscrollen. Und hier drüben sehe ich den Shortcut dazu, also die Taste, mit der es belegt ist. Und zwar sind da alle Sachen drin. Und über Find Shortcut kann man hier... Find Shortcut, kann man jetzt
zum Beispiel, ich drücke jetzt mal die Taste Space, Play. Ne? Dann sehen wir hier unten, der Befehl Skript, Ultraschall, Start, Pause, in Klammern Safe Mode, das ist ein Skript, das wird ausgeführt, wenn ich Space drücke. Oder ich kann auch sagen, ich drücke mal Alt-F, was wir eben benutzt haben, um dieses Effect-Ding aufzumachen, dann sehen wir, das ist der Befehl Item, Show FX Chain for Item Take. Das heißt, alle Tasten, die Reaper belegt hat, sind hier definiert. Das heißt, wenn ihr keine Lust habt, dass Alt-F das macht, sondern ihr wollt, wenn Alt-F ist, keine Ahnung, das neues Projekt anlegen, könnt ihr das hier ändern, indem ihr hier unten einfach auf das Option F klickt, sagt Delete, dann ist die Taste nicht mehr belegt. Und dann geht ihr woanders hin, drückt, sagt dann hier Add und dann ist die Taste damit belegt. Ist natürlich gefährlich, weil man sich dann neue Knöpfe angewöhnt und wenn man das neue Ultraschall kommt oder bei jemand anders an seinem Ultraschall arbeitet, dann findet man nichts mehr. Wenn man aber manche Funktionen braucht, weil man gerade, wie ich, eine Stunde lang markiere, Taste drücke, markiere, Taste, da habe ich das mir, glaube ich, auf die 1 oder aufs A oder irgendwas gelegt und danach dann wieder weggemacht. Ja, du kannst hier bei Import, Export, kannst du entweder jetzt Sachen markieren und sagen Export Selected Items oder du kannst auch alle exportieren. Dann könntest du machen, genau. Wenn du es wie ein guter Avid-Cutter machst, hast du immer deine Settings auf dem Stick dabei. Ja, die ganz guten, denen ist das sowieso immer egal. Die machen sich dann schnell neue Settings. So. Gut, also das kann man speichern und auch ändern. Und ich sage auch Leute immer, wenn ihr merkt, ihr braucht eine Taste, die irgendwas macht, dann sucht mal in dieser Liste, ob es den Befehl nicht schon gibt. Meistens gibt es das schon. Also zum Beispiel, keine Ahnung, fällt einem irgendwas ein, was mal praktisch wäre? Scrubbing mit der Tastatur. Suchen wir doch mal Scrub. So, und da gibt es jetzt Transport Scrub Jog. Es geht aber nur für MIDI. Das liegt standardmäßig auf dem Mausrad. Das kann man jetzt aber nicht auf eine Taste legen. Da bist du jetzt auch schon ein Problem, das geht auch, aber nicht mit den Standardbefehlen. Da müsstest du jetzt was programmieren und was bauen, da sind wir auch übrigens schon dran, kommt. So, aber man kann da was suchen. So, jetzt wollte ich aber eigentlich, wo war ich denn eigentlich stehen geblieben? Wir hatten den kopieren. Nein, wir wollten was kopieren. Ich möchte jetzt diese FX-Chain möchte ich kopieren. Dann gebe ich einfach mal Copy FX ein. Und dann sehen wir, gibt es hier, weil wir haben ja diese berühmte SWS-Extension standardmäßig installiert. Und hier gibt es ein Setting, Copy FX-Chain from Selected Item. Habe ich mir auf die Taste Command-Option-Shift-C gelegt, aber war noch frei. Und einfügen ist dann Command-Option-Shift-V. So. Ist, glaube ich, aber standardmäßig nicht auf einer Taste. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Effekt davor noch haben will, kann ich jetzt Shift, Apfel, Alt, C, dann die beiden markieren, Shift, Apfel, Alt, V, zack, haben die auch das FX drauf. Alternative wäre, ihr geht hier drauf, klickt auf das FX, dann kriegt ihr da unten die Liste, dann markiert ihr hier den Effekt, drückt da, Steuerung C, geht auf den nächsten, macht Alt, F, drückt Escape, klickt unten rein, fügt ein. Geht auch. Aber dauert halt dreimal so lange. Deshalb, und das ist nachher auch, was euch schnell macht, weil du irgendwann merkst, ah, ich habe jetzt 100-mal den Effekt kopiert, gibt's das nicht fertig? Nein, gibt's nicht fertig. Dann fragt man im Sendegate, kann man das nicht irgendwie machen? Einer sagt, ja, geht doch so und so, prima, habt ihr beim nächsten Mal 2 Stunden Arbeit gespart, super. Gut, also das geht auch, man kann auf Effekte auf einzelne Items legen. Jetzt kommen wir noch mal zu Klanggeschichten. Nehmen wir mal das hier. Also nehmen wir noch mal unsere Eva, die vorhin ihren Satz sagt. Das ist Napoleon-Kuh. So. Sagen wir mal, wir wollen das jetzt, A, wollen wir machen, dass sie gut klingt, sage ich jetzt mal. Ich habe für Eva nach langem Ausprobieren mal gute Settings gefunden. Die sind hier auch schon an. Die lösche ich jetzt aber mal. Dass ihr es mal hört, hoch. Na komm, wie es normal klingt. Also so klingt es jetzt ohne irgendwas. Das ist Napoleon-Kuh. Klingt jetzt auch nicht schlecht. Was ich dann gemacht habe ist, man kann übrigens hier unten auf das FX auch mit der rechten Maustaste klicken. Dann kriegt man hier auch direkt die Favorites. Ohne dass man...
Ja, da kann man selber was reintun. Ich habe es natürlich für meine Favorites aufgefüllt. Wenn du. Also manche Favorites sind aber, glaube ich, dabei. Ich glaube, der EQ und der Kompressor und so. Und den Lautness Analyzer habe ich mir reingemacht. Und ja, wie es dann so ist. So, also ich möchte jetzt gerne. Und was jetzt auch cool ist, es gibt hier FX-Chains. Die kann man sich speichern. Das heißt, ich packe jetzt auf Eva drei Effekte, sagen wir mal. Und die habe ich mir gespeichert unter dem Namen Eva. Jetzt lade ich den. Jetzt habe ich hier drei Effekte. Einmal ein bisschen Raum, weil sie sitzt, also das nehmen wir in so einer trockenen Sprachkabine auf. Und die anderen Sprecher haben nämlich alle keine trockenen Sprachkabinen und dann klang das immer so, einmal oh, voll trocken, lalala, und dann kommt der Nächste mit seinem Hall in seinem Wohnzimmer und die Nächste sitzt in der Küche und du hörst die Küche. Deshalb hat Eva von mir auch ein bisschen Raum gekriegt. Das klingt dann mit Raum so. Das ist Napoleon Kuh. Ist nicht viel. Ich mach's nochmal aus. Das ist Napoleon Kuh. Wahrscheinlich hört man es nicht mal, wenn man keinen Kopfhörer auf hat. Aber es ist da. Dann habe ich einen Equalizer gemacht. Machen wir mal groß. Also sie. Ich habe mir mal irgendwann so ein Tutorial auf YouTube angeguckt von so einem Sound-Engineer. Der hat gesagt, wie man denn so ein EQ für Sprache benutzt. Und der hat damals so gesagt, es gibt so ein paar Frequenzen, die überhaupt, wo irgendwas Wichtiges ist. Das ist einmal so beim Kilohertz, da liegen so die Mitten von der Sprache. Dann haben wir hier so bei um und bei 6, 7, 8 Kilohertz oder 10 Kilohertz war es, je nachdem. Dann gibt's, ist bei 300 Hertz nochmal was Spannendes, bei 200 und ein bisschen Hertz ist was Spannendes. Und die Punkte habe ich mir mal in so ein Preset gebaut. Und dann sagte er auch, es ist immer, also fangt nicht an, so ein EQ irgendwie so. Also wenn man das machen muss, ist eh schon irgendwas schief. Man sagt so, immer so zwischen minus 3 und plus 3, bisschen was raus und schon klingt es ein bisschen anders. Jetzt hören wir uns das mal an, vorher, nachher. Also nur mit Raum. Das ist Napoleon Kuh. Jetzt nochmal mit Equalizer. Das ist Napoleon Kuh. So, und dann kommt der Ultraschall Dynamics Effekt. Der ist für Lautstärke zuständig, sodass etwas möglichst ja, gut hörbar ist. Weil das wollen wir ja. Das ist Moment. Das ist. Ah, wartet mal, ich glaube. Ach so, ich muss es auch anmachen, deshalb habe ich die ganze Zeit nichts gehört. Und gedacht, der Effekt ist so klein. Mann. Mich ja doch nicht doof. Okay, wir fangen nochmal von neuem an. Also, ohne Raum. Das ist Napoleon. Mit ein bisschen Hall. Das ist Napoleon Kuh. Equalizer. Das ist Napoleon Kuh. Da hört man jetzt einen Unterschied, ne? Das ist Napoleon Kuh. So, und jetzt der Ultraschall Dynamics. Das ist Napoleon Kuh. Der macht es jetzt lauter. Und der macht. Ja, das kann man ja einstellen. Ich erkläre jetzt, wie man den einstellt. Wichtig ist, beim Ultraschall Dynamics Effekt, es ist kein Effekt, ich ziehe ihn drauf, fertig. Das geht nicht. Ultraschall Dynamics ist, ich ziehe drauf und muss mindestens einen Wert einstellen und zwar anpassen auf dem, was ich da habe. Und das ist dieser mittlere, ich stelle mal alles auf Standard, der da in der Mitte, Noise Floor, der ist wichtig. Die anderen sind nicht unwichtig, aber nicht so wichtig. Der macht diesen mittleren Punkt. Der sagt nämlich, der beschreibt die Grenze. Alles, was über diesem Punkt liegt, ist Nutzsignal. Das wird bleibt entweder so, wie es ist, oder wird lauter. Oder wenn es ganz laut ist, wird es wieder runtergedrückt. Und alles, was unter dem Punkt ist, also links davon, das ist Rauschen und Zeug, was ich nicht will. Das ist so Atmen und hier so Nebengeräusche. Das möchte ich leiser machen. So, und diesen Punkt muss man jetzt finden. Mach ich mal, ich ziehe das mal hier ein bisschen wieder auf, dass wir so dieses, die Stille in der Kabine haben. Und hier so ein bisschen. So, dann machen wir mal den Repeat wieder an. Das ist Napoleon Kuh. So, ich mache mal hier absichtlich ein bisschen leiser. Das ist Napoleon Kuh. Und jetzt fangen wir mal so an, ich ziehe den mal ganz nach rechts. Jetzt wird sie total leise. Jetzt seht ihr auch an der Farbe von dem Strich hier, das ist Napoleon. Da steht jetzt auch minus 13 dran. Das heißt, der macht jetzt alles leiser, haben wir nichts von. Ist also doof das eingestellt. Ist Napoleon. Wenn ich das jetzt langsam nach links rüberschiebe.
Das ist Napoleon-Kuh. Das ist Napoleon-Kuh. Das ist eigentlich ein guter Wert. So, und dann haben wir hier unten noch diesen Punkt. Den mache ich mit dem Noise-Gate-Regler. Was der macht, ist, der sagt, wie viel die leisen Sachen leiser gemacht werden. Wenn ich den ganz nach links mache, bleiben die leisen Sachen genauso, wie sie sind. Ihr seht, das ist jetzt eine 45-Grad-Kurve. Das heißt, das, was reingeht, geht auch genauso wieder raus. Das heißt, wenn ich das mache, das kann ich machen, wenn die Person in einem guten Raum sitzt, der sowieso nicht rauscht und nicht brummt und nicht, dann passiert nichts. Wenn ich aber Zeug habe, was weg soll, dann ziehe ich den rüber und mache es halt, also das ist Maximum, da haben wir schon gesagt, nicht übertreiben, weil dann klingt es trocken. Dann hat man immer so, jemand spricht, dann macht es eine Pause, Stille und dann spricht die Person weiter und dann fängt es wieder leicht an zu rauschen und man hört, das klingt dann total unnatürlich. Dann hat man immer so ein Pumpen. Deshalb haben wir gesagt, Maximum ist so dieser Winkel, aber irgendwo der Standardwert ist halt so und das passt eigentlich schon. Können wir nochmal laufen lassen. Das ist Napoleon. So, und das wird jetzt, war immer so um die 7, 8 dB lauter gemacht. Das Ziel von diesem Effekt, so wie er jetzt eingestellt ist, dass wir auf ungefähr, und das ist jetzt kein, das wird nicht messtechnisch ermittelt, sondern der Wert ist ungefähr, die sind diese berühmten minus 16 LUFS. Das ist ja die Ziellautheit, die wir erreichen wollen, wenn wir einen Podcast produzieren. Also das macht auch, wenn wir das zu Auphonic hochladen, dann kommt danach, wenn wir es durch ein Messprogramm laden, das zeige ich vielleicht auch noch, wenn wir die Zeit noch haben. Haben wir die Zeit überhaupt noch? Wann müssen wir fertig sein? Eigentlich jetzt, ne? Gut, vor minus 2 Minuten, dann können wir noch ein bisschen. Genau, also da stellt man, ich kann hier mit dem Target-Regler noch so ein bisschen verschieben zwischen minus 12 und minus 23. Ich mache mal auf 12, dann. Na? Achso, jetzt sind wir hier. Das ist Napoleon-Kuh. Wird es ein bisschen lauter, aber eigentlich sollte das auf minus 16 bleiben. Gut. Generell Lautheit nach dieser EBU-Norm, soll ich das ganz kurz noch erklären, was das ist? Gut, mache ich mal ganz kurz, weil wir haben eigentlich nur noch minus 3 Minuten. Es gibt seit ein paar Jahren, ich glaube 4, 5, 6 oder so, gibt es eine von der EBU, das ist die European Broadcast Union, gibt es einen Standard, eine Recommendation, die Recommendation 128, die sagt, wie die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten und Radiosender wie die damit umgehen wollen, dass Fernsehprogramm immer gleich laut ist. Also wenn ich von ProSieben umschalte auf ARD, soll es nicht so sein wie vor 10 Jahren, dass ich denke, wow, es ist laut, ich muss mit der Fernbedienung das leiser machen. Und das konnte man mit der alten Messmethode, das ist die Messmethode, das die man hier Napoleon sieht, die misst einfach Peak, die zeigt einfach an, wie hoch ist hier der Ausschlag. Also das hat man früher gemessen in den Schneideräumen. Und da war immer die Regel 0, es muss auf 0. Dann hat man alles auf 0 geschoben. Und wenn es zu laut war, ja komm, Werbung, machen wir auf plus 2 oder plus 3. So, das ist aber eigentlich kein Ausdruck von vergleichbarer Lautheit. Also ich kann ein Musikstück nehmen und das auf 0 schieben. Ich kann aber auch ein anderes Musikstück nehmen und so komprimieren und das auf minus 4 schieben. Und das ist viel lauter als das, was auf 0 ist. Weil das so ein Gehirnding und Ohrding, wie das funktioniert, wieder ist. Deshalb hat man diese Norm gemacht und auch Messgeräte definiert und so weiter und so fort. Und diese Messgeräte gibt es auch als Plugins. Da möchte ich ganz kurz nur ein wichtiges zeigen, weil ich das ziemlich gut finde und es auch umsonst ist. Das ist das DP-Meter. Das ist ein VST-Plugin, das kann man einfach runterladen und installieren. Und das misst live. Das kann man sich dann hier auf die Stereosumme packen. Und wenn ich jetzt hier mal Play drücke. Das ist Napoleon-Kuh. Dann sehen wir jetzt hier alle möglichen Messwerte. Einer der wichtigste ist hier oben, der Integrated Loudness, der ist jetzt auf minus 17. Wir haben ja gesagt, der Effekt, den wir hier gerade benutzt haben, der soll minus 16 machen, also wir sind 1 dB daneben. Also eigentlich schon ziemlich gut, dafür, dass wir nicht groß gemessen haben, sondern nur so einen Kompressor benutzt haben. Das heißt, wenn euer Podcast fertig ist und ihr ihn nicht zu Auphonic hochladet, könntet ihr einmal Play drücken, den komplett durchlaufen lassen, dann gucken, was hier für ein Wert steht. Und wenn der ungefähr bei minus 16 ist, ist alles gut. Wenn der jetzt bei minus 10 ist, dann ist euer Podcast 6 dB zu laut. Dann könnt ihr einfach das ganze Ding nehmen, 6 leiser machen, fertig. Das ist diese Norm. Mehr besagt die eigentlich nicht. Ein paar Feinheiten noch, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen, weil wir keine Zeit mehr haben. Ja, 2 Fragen, fangen wir da an. Ja. Nö. Also es gibt so einen Wert von den Öffentlich-Rechtlichen, die sagen, so ein normaler Fernsehbeitrag soll so 8 bis 10
Range haben. Ein klassisches Konzert kann auch mal ein bisschen mehr haben. Und eine Werbung hat dann 4. Das ist immer nur laut, Werbung zu Ende. Ja. Genau. Da war auch noch eine Frage. Zwei kurze Fragen. Zum einen, wenn man jetzt mit den Dynamics ausprobiert und es dann nochmal durch Auphonic schieben würde, schlimmer oder nicht? Habe ich ehrlich gesagt nicht getestet. Dadurch, dass der Dynamics ja wirklich dynamisch ist und einzelne Passagen laut und leise macht, also nicht nur einen Clip laut und leise, alles. Also ich könnte mir vorstellen, dass fast nichts passiert. Also ich könnte, nee, mir fällt jetzt eigentlich nichts ein, dass es dadurch kaputt geht oder so. Aber es ist natürlich eigentlich Quatsch. Also man, wenn du es durch Auphonic jagst, brauchst du den Dynamics-Effekt nicht vorher benutzen. Also bei unserem Projekt macht es keinen Sinn, es zu Auphonic hochzuladen, weil da ist Musik, da ist Hörspiel, da überblendet sich ständig alles, da kommt das arme Auphonic völlig durch den Tüdel, weil es dafür nicht gedacht ist. Das ist halt für Sprache und Musik und fertig. Aber wenn ihr jetzt euren normalen Gesprächspodcast macht, und ihr jagt es eh durch Auphonic, weil die euch die Medien verteilen durch die Server und so, braucht ihr das gar nicht. Aber was ich dann machen würde, ist vielleicht während des Schnitts den Dynamics drauf, dass ihr während des Schnitts nicht immer, oh, die spricht so leise und der ist so laut. Und danach, bevor ihr exportiert, nehmt ihr ihn einfach wieder raus. Das würde gehen. Eine Frage noch zu dem, gibt ja diese Funktion, dass man die Wiedergabegeschwindigkeit ändert. Da gibt es auch kurz Tastenkombination, das geht nicht. Von 1 zu 1,5 standardmäßig. Ja, man kann hier entweder hier oben mit dem Regler in der Ecke, wo ist es? Ist ja bei Ultraschall immer so, wenn man umschaltet, ist es so kurz, so eine Sekunde oder so, ist der Sound irgendwie kaputt? Kaputt? Achso, wenn. Das ist Napoleon-Kuh. Achso, wenn du während des Spulens das machst. Genau, da hat so ein kurz, weniger als eine Sekunde wahrscheinlich. Das ist. Ich zeige noch übrigens mal einen kleinen Preview, das gibt es noch nicht, aber kommt. Die Avid-Leute kennen es vielleicht oder die überhaupt Leute. Mit der Taste L. Platz. Mache ich Play. Drücke ich nochmal L. Machen Sie ruhig, ist ja reichlich Platz. Es ist doppelt so schnell. Machen Sie ruhig, ist ja reichlich Platz. Drücke ich nochmal L. Es ist noch ein bisschen schneller. Das sind die Spartaner, jetzt. Bis hin zu. Es fegt da so durch. Das ist so Jog-Shuttle wie in den Schnittprogrammen für Video. Das gibt bei Hindenburg. Ne? Bei was? Hindenburg macht das auch, Premiere macht das, Final Cut, die machen das alle. Das kommt aber erst. Das gibt es schon, wenn ihr meine Plugins kennt dafür, aber kommt. Genau, ich glaube, wir müssen aufhören. Noch irgendwelche Fragen auf die Schnelle? Nein? Genau. Gut, vielen Dank. Ja.